In diesem Video geht es um den idealen Einhänger für Kunstköder beim Meeresspinnfischen. Dabei werde ich einige Faktoren erläutern, die viele Angler sicher noch nicht bedacht haben. Die Angelindustrie überschüttet uns mit immer neuen Möglichkeiten zur Ködermontage, um Kasse zu machen. Auch in meinen Schachteln und Dosen schlummern sicherlich hunderte Einhänger in allen Varianten. Karabiner, Wirbel, Crosslock, Snaps, Clips und wie man sie nicht alle nennt. Nach Jahren der Erfahrungen, auch als Angelguide, gibt es für mich nur eine Köderverbindung, welche alle Anforderungen erfüllt. Höchstmögliche Tragkraft, größtmögliche Sicherheit gegen Aufbiegen und ungewolltes Öffnen, Verschleißfestigkeit, kein Verkanten am Köder, Entdrallen der Schnur, einen gewissen Schutz gegen Überbisse und kleinstmögliche unauffällige Bauform. Diese Punkte erfüllt die Kombination Tönchenwirbel plus Sprengring am besten. Es ist die Montageart, die von den meisten Profis angewendet wird. Bei der Auswahl der Teile sollte man auf Qualität achten. Leicht laufende Meerestönchenwirbel und geschränkte, kaltgeschmiedete Sprengringe aus rostfreiem Stahl. Beide Teile mit Tragkraftgarantie. Für Ungeübte und bei der Verwendung starker Ringe empfiehlt sich zur Ködermontage eine spezielle Sprengringzange, welche es in verschiedenen Qualitäten gibt. Bei kleinen Ringdurchmessern und wenn die Kopföse des Köders nicht zu dick ist, kann man den Sprengring auch mit den Fingern einsetzen. Bei Verschleißerscheinungen sollten die Bauteile ausgetauscht werden. Einigen Zuschauern dürfte nun ein Licht aufgegangen sein, warum sich an vielen Meeresködern bereits ein Sprengring ab Werk an der Kopföse befindet. Nicht etwa als überflüssiges Accessoire, sondern als Bonus, um den Köder direkt an den Wirbel montieren zu können. Die vermeintlichen Nachteile der etwas kniffligeren und längeren Montage kann für einige Anglermentalitäten auch ein Vorteil sein. Zwanghafte Köderwechselneurotiker werden sich bei dieser Art genau überlegen, ob ein Tausch wirklich Sinn macht.